Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns in Far Harbor, nördlich vom Commonwealth. Und ich habe mir, glaube ich, noch gar nicht die Karte angeguckt. Gucken wir uns doch mal an. Ja, das sieht schon ein bisschen groß aus. Sieht schon fast so groß aus wie die normale Karte. Cool. Wir haben schon ein paar Haufen Quests hier angenommen, ja. Wenn wir alle hier durchnehmen. Alle durchnehmen. Oh. Gut, Power-Ausrüstung, was? Okay. So ein Ständer ist da nur. Ständer. Ist hier noch irgendjemand? Wow, sieht so krass aus. Hab mein Zuhause verloren, als der Nebel kam. Geht da jemand mit mir? Der Nebel, er ist gefährlich. Okay? Okay. Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Mal auf, wenn jeder mich hier irgendwie anzuquasseln. Hi, Toni, na? Hallo. Hallo. Okay. Letzte Notiz von Mama. Mark, Farber ist auch vom Nebel bedeckt. Nur die Docks sind noch frei. Die Seefahrerin hätte fast alles rausgespissen, aber Avery hat das verhindert. Tante Candace ist aufs Festland. Ja, aus die komplett im Nebel. Es gibt nur noch schlechte Neuigkeiten. Ich gehe zu einem der Daltons. Vielleicht brauchen sie Hilfe, Helfer fürs Feld. Ich sollte in 2 Wochen zurück sein. Drück die Kinder von mir und halte sie vom Nebel fern. Liebe Peggy. Bundy? Ich habe keine Zeit für Festlandbewohner. Kleine Bertha, ich kenne nur eine dicke Bertha. Hast du einen Grund, noch hier zu sein? Hallo, ich bin gerade angekommen, Mann. Sprich nicht mit Bertha, die ist verrückt. Ich habe keine Zeit. Sag zu der 10-Jährigen, pass auf, die ist verrückt. Warum bin ich da so witzig? Na gut. Sprich nicht mit dem kleinen Girl, die ist geistesgestört. Oh Gott. Ja gut. Ist das hier die Bar? Hi, wer bist du denn? Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Ich bin hart genug. Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Du knallst ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Ja. Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Ich hab Far Harbor geholfen. Ich glaube, ihr alle schuldet mir was. Ein bisschen was Wahres ist wohl dran. Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage, wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Sollte ich mich irgendwie vorbereiten? Munition, Stimpaks, vielleicht ein paar Raketen. Da gibt's Schlimmeres als Myerlocks. Oh, ich hab Miniaturbomben. Los, Longfellow. Dann komm mal mit. Okay, lass mich erstmal deine Zeitschrift hier. Tiefer Nebel heißt alle ab. Perfekt. Du hast eine Ausgabe des Insel-Almanach gefunden. Du hast Kartenmarkierung interessante Orte auf der Insel freigeschaltet. Von ekelhaften Viechern. Mit uns redet ja normalerweise niemand. Ich hatte damit nie Probleme. Leute, wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Klappe zu, Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde aufs Haus. Juhu! Zeit zum Feiern! Trinken wir auf Mitch! Mitch! Festlandbewohner, heute ist ein Glückstag. Freibier für dich! Okay, heißt Kaltbier. Danke für das Freigetränk. Schau dich nur an mit deiner ganzen Etikette. Also, trink aus!
Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Ich hätte gerne einen Drink. Das ist Musiken. Was? So. Brennt im Magen, aber tut sein Job. Greif zu. Ja, aber so ist der Typ da. Der alte Longfellow. Ja, gut. Ja, ich habe keine Wahl, als erstmal den deine Klamotte zu machen, ne? Rüste deinen Magen gegen den Nebel. Na gut, mir egal, was wir zuerst machen. Zuerst ist okay. Wenn zu dritt, solange du nicht fragst, ist alles okay. Hancock kann nicht frecken. Verschwinden wir aus der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Okay, danke. Aber ich esse nicht. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. So, welche meiner 10 Waffen nehme ich denn? Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Naja. Bewohner meinen, dass eine Dosis Radex alles heilt. Spuren, Frische, Fallensteller. Radex tut nichts heilen. Wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Weiß auch nicht, mit mir du sprichst, ey. Ich bin der geborene Ödländer. Auch wenn ich mit jedem Encounter hier vielleicht drohe zu falken. Ey, was ist das denn hier? Lass mal gucken. Hier ist hier. Oder etwas. Aufgepasst! Ja, siehst du das? So tut man Ödländer an. Fleischhaken. Ist das eine Waffe? Küstenrüstung und ich bin gleich voll. Der nächste bringt mich besser um. Nachschlag gefällig. Hancock passt voll in dieses Szenario rein. Na? Oh, du bist ein legendärer. Was? Überlegt, bevor er sich mutiert hat. Geil. Oh. Sehr tapfer. Aber auch sehr dumm. Ja, vielleicht doch umbauen sollen, der Teil. Das Schrotgewehr bringt es nicht so auf Zeit. Jetzt noch näher mit. Ja, ich glaube, ich nehme das. Ja. Muss mal ein bisschen Fleisch loswerden. Ich habe ein bisschen was da mitgenommen. Hier der Angler. Also brauche ich Erfahrungspunkte. Nur etwas Salzwasser hinzugeben. Okay, danke. War schon. Oh Mann. Kann ich ja was herstellen? Mit Drogen kann ich herstellen. Hat. Du kämpfst gar nicht mal so schlecht. Dachte ich, müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Haberbewohner aus dir. Ich habe schon mehr Leute auf dem Gewissen als du jemals haben wirst. Da wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel, aber jetzt. Was war das? Du bist tot.
Oh, Gule. Keine Waffe für. Hey. Hallo, na? Hi, was geht, na? Stirb. Ich brauche Platz wieder. So, wer hat dich denn erledigt? Vielleicht nachdenken, was ich als nächstes Level. Bin schon wieder kurz vorm Level ab. Next, okay. Hier ist der Bergpfad. Über den gelangen wir nach Arcadia. Auf der Straße sind überall Wildspuren. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Pff, Tiere. Vielleicht Probleme. Nicht auf mich warten. Was ist das denn? Ich bin viel zu nüchtern für sowas. So, einfach umgekriegt wie so eine ausgestopften. Gefallen dir die Welt? Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Ja, ich weiß, das ist der schrecklichste Ort im ganzen Universum. Ich hab's kapiert, Mann. Trotzdem hau ich alles weg. Was war das? Kriecher, die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Ich kenn mich sowieso. Ist auch vollkommen egal, wie gut ich im Schleichen bin. Irgendwie entdeckt mich sowieso jeder Gegner. Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben hin. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert? Was sagst? Wir sind hier nicht allein. Schlinger haben eine Vorliebe für Sinnlos. Ein kleiner Schlinger wie ich. Oh, Meyer Locks. Was zum? Alter, ist der Teil stark. Wo sind meine AP, Mann? Was ist das? Guck mal, Hancock, lenk die ab. Wir machen den Rest. Das ist mega Hancock. Ich sollte öfter damit rumlaufen. Das Teil ist richtig gut. Gut. Oh, warte. Hier den Counter mal speichern. Kann ja nicht schaden. Ich brauche Geld. Hast du 13.000 Kronkorken? Oh, hallo. Oh, ich baller doch keine Munition, Mann. Nein, wollte ich nicht mitnehmen. Von einer von euch Harpunen hinterlassen, wir mal diese neue Waffe ausprobieren.
Ah. Also, ich habe zu Hause eine Dusche, damit geht die Strahlung weg. Habt ihr sowas hier auch? Na? Stehen bleiben. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Wer ist das? Noch so ein Prediger der Kinder des Atoms. Sie fingen als Plage an und wurden zu einer Bedrohung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Was hat Arcadia getan, dass du der Stadt misstraust? Sie versorgen Verhaber mit allem, um Atoms heiligen Nebel abzuweisen. Du solltest solchen Kreaturen aus dem Weg gehen und den wahren Meister der Insel aufsuchen. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Sieh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Würdig? Was muss ich tun? Es gibt ein Ritual, das seine Kinder durchführen müssen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du in unsere Familie aufgenommen. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Eigentlich aber irgendeinen Kult anschließen. Leute mit mehr Leidenschaft. Aber wenn du seine Gunst testen willst, begib dich zum Nukleus. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Da oben ist warum macht denn die Strahlung überhaupt was aus? Müsste doch eigentlich. Die baden ja sozusagen in Strahlung. Habe ich mich schon immer gewundert. Halt. Arcadia. Und wir sind da. Arcadia beobachtet uns schon. Die warten auf dich. Ich wollte mein Ding einstellen. Wenn du Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte. Oh, hallo. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für zwei reichen. Kann sich mal anschließen? Okay. Du gehst schon? Willst du nicht wissen, was als nächstes passiert? Du willst, dass ich bleibe und dir den Rücken decke. Du solltest mitkommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Gut. Warum zum Kuckuck nicht? Ist besser, als allein zu trinken. Hey, verschwinde, ein Kock. Wir sollten uns bald neuen besorgen. Okay, der hat sich uns angeschlossen. Hey. Ich hätte Hancock ein paar Sachen mitgeben sollen. Gibst du mir was oder willst du was? Kaliber 45, 70, was? Okay, jetzt würde ich aber sagen, wir gehen erstmal zurück. Gucken erstmal hier alles. Was es noch gibt. Aber der Hancock, der geht einfach ganz gemütlich. Ja, nach Hause. Nimmt mein Boot oder irgendwie so was, weiß ich. Was haben wir alles hier? Longfellows Hütte. Gehen wir mal nach Far Harbor wieder zurück. Ist da eine Powerrüstung? Ich sehe die ganze Zeit so ein Zeichen, also muss da eine Powerrüstung sein. Keine Ahnung. Ist eigentlich nur da, wenn man Powerrüstung irgendwo hat. Ich habe da nur so einen Stand gesehen. Werden wir noch erstmal optional dachten. Ich würde sagen, die machen wir als erstes. The Pit hieß das Fallout DLC, glaube ich, aus Fallout 3, wo man zu diesem Sumpfland gehen musste. Oder? The Pit? Nee, doch. Doch. Operation Anchorage war die. War diese Simulation in diesem Krieg und war der Chef Zeta, war UFO,
Broken Steel, weil was nach der Story kam, ja, dann muss das ja. Na gut. Es gibt keine Captain? Du musst doch jemanden haben, der hier ermitteln kann. Was? Hey, du da! Wer bist, bist du der Detektiv, von dem ich gehört habe? Das kann man wohl so sagen. Oh, wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie ich dich hätte finden sollen. Ich konnte niemanden von der örtlichen Polizei finden, diese Halunken. Ich will keine Panik auslösen, aber es könnte einen Mord gegeben haben und wir brauchen einen von außen. Wo fand das Verbrechen statt? Im Cliffs Edge Hotel, nördlich der Stadt. Hilfst du uns? Der Mörder könnte noch immer auf freiem Fuß sein. Wird dieses Gespräch abgerechnet? Oh, ja. Nun, ich habe ein wenig Geld dabei, das ich dir für deine Dienste geben könnte. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Dem alten Longfellow hat das gefallen, okay. Okay, ich helfe. Gott sei Dank. Soll ich dich jetzt zum Cliffs Edge Hotel bringen? Wir schon wieder zum anderen Ort. Na gut. Ja, gehen wir. Gut, dann brechen wir auf. Habe ich das noch in dem Part? Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht mehr. Kauf meine Waffe. Ich will erstmal hier erkunden, aber ich werde von einer Quest zur anderen irgendwie gezogen. Wieso soll ich denn schon wieder mit der Seefahrerin reden? Na gut. Machen wir halt. Geht die mir eiskalt vor? Geht's ehrlich? Bin ich doch gerade lang gelaufen. Mit dem Longfellow. In letzter Zeit war wohl nicht nur die Polizei nachlässig. Der Bauinspektor der Insel sollte gefeuert werden. Ja. Werden wir nicht mit denen, wo auch immer der jetzt ist, Beziehungen steigern, dann bekomme ich irgendwas Alkoholisches als Fähigkeit, wenn ich Bier trinke oder wenn ich besoffen bin, irgendwie eine Fähigkeit bekomme. Obwohl, das wäre irgendwie doof, weil es gibt ja, glaube ich, Fähigkeiten, mit denen ich verhindern kann, besoffen zu werden oder so. Irgendwie so, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen doof. Wir sehen jetzt den ganzen Weg fast wieder am gleichen Ort laufen. Wo ist der Typ schon wieder? Der ist schon jetzt die Schnauze voll. Der kennt mich doch noch gar nicht. Der hat noch keinen Grund. Da ist er. Sein 45er und 70er Kaliber oder irgendwie so. Was ist denn da? Alter, was ist das? Muss ich gleich rein. Cliffs Edge Hotel. Kommt schon, Level Up noch. Aber wird, glaube ich, nichts. Aber wir kommen noch am Hotel an, oder? Vielleicht ein, zwei Gegner noch, Level Up abholen und so. Bitte. Hallo? Red mit mir. Ich bin dein Diamant, Pearl. Oh mein Gott. Sind wir schon da? Die Hotelmitarbeiter sollten sich unbedingt um die Lobby kümmern. Ich sollte dich warnen. Die anderen Hotelgäste sind teilweise, nun, Rowdies. Ich musste mich sogar verteidigen, als einige ein bisschen, sagen wir, handgreiflich wurden. Die eingetragenen Gäste halten sich in einem exklusiveren Bereich des Hotels auf. Mit Gesindel geben sie sich nicht ab. Gehen wir? Okay. Ja, gehen wir. Sehr gut. Hier entlang. Okay, dann würde ich aber sagen, ich
mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.